Servus. Bruh. Und heute, wie man es hinten drauf sieht, gehen wir nur spazieren. Wir machen heute nichts anderes, als nur spazieren zu gehen. Oder? Wir seid die lustigen Wandersleute. Genau, im Schnee und so. Mit Schneeschuhen. Eine kleine Winterwanderung. Frisch geschneit hat's. Saugeiles. Wir gehen nicht an Bergen auf, sondern einfach nur in der Ebene im Schnee entlang. Schön wird's im Schnee. Eigentlich ist es jetzt ein bisschen schade, weil hier geräumt wurde. Ansonsten wäre der Schnee noch tiefer. Wir hatten unsere erste Gaudi schon beim Anstieg hier. Rutschi, rutschi. Festgestellt, ist rutschig. Aber Grödel hätten wir ja dabei. Also wen es interessiert, wir sind in Griesen. Ja. Und wir folgen hier dieser Fuchsspur. Also wir haben schon festgestellt, dass der heute ziemlich betrunken war. Weil der so Schlangenlinien läuft. Das war eine ganz schöne krasse Party. Finger weg von harten Drogen, sag ich. Frag den Fuchs. Also bis jetzt latschen wir noch ohne Schneeschuhe. Vielleicht suchen wir uns jetzt dann so einen Abzweiger raus irgendwo, wo wir einfach mal durch den Schnee stapfen. Aber auch so macht Spaß. Schneewanderung. Jetzt haben wir uns gerade überlegt, wer denn dieser grantige Berg da vor uns ist. Und überlegt und macht dann, weil der schaut echt grantig aus von der Seite. Dabei ist das der hohe Zickspitz. Der ist von der anderen Seite gar nicht so wild. Aber von hier schaut er echt grantig aus. Ja, wahrscheinlich auch nur, weil der Schnee da so schön drin flackt. Jetzt machen wir halt unsere Fotos. Pressefoto. Da ist jetzt Steppbergalm, Krammerspitz. Könnte man alles machen. Wieder. Geht irgendwo da lang, durch den Schnee. Oder wir gehen einfach da auf dem schön geräumten Weg weiter. Könnten wir da weitergehen. Oder wir gehen da einfach weiter und machen dann vielleicht einen Abstecher irgendwo auf dem Hügel rauf. Wo sollen wir lang gehen? Genau, schreibt es in die Kommentare. Okay, gut, wir gehen da lang, danke. Unsere Tour endet hier nicht, weil wir jetzt die Schneeschuhe anziehen. Irgendwas mit Schneeschuhen. Genau, also wie der Patrick schon sagt, wir machen jetzt irgendwas mit Schneeschuhen und schauen mal, wo uns der Weg hinführt. Spannend wird's. Dranbleiben. Also es wäre zwei Wege gewesen. Der eine wäre unten geradeaus weitergegangen und der andere ging im Berg auf. Und Patrick hat sich für den Anstieg entschieden. Schließlich genau. Mal schauen, wo uns der Weg hinführt. Wie lange es Spaß macht, ne? Genau. Und wie lange es Spaß macht. Und diesmal haben wir nicht geplant. Keinen Weg rausgesucht. Wir gehen einfach mal aufs Blaue raus. Das Blaue läuft vor mir. Geht schon tief rein. Also da ist man ganz schön am Arbeiten. So, das, was wir vorhin als Entspannung hatten auf dem Forstweg, das gibt uns jetzt hier. Und wir haben halt immer noch keinen Plan, wo es hingeht. Lustig ist, ab und zu gibt es hier so Felder, da ist kaum Schnee drin. Dann kommen die Steine durch. Auch witzig zu gehen. Noch macht Spaß. Und wir schauen mal, was die nächste Lichtung zu uns sagt. Die kommt da vorne.
Chauché. Traumhaft. Also da ziehen wir schon eine gute Spur rein. Sau geil. Aber ich glaube, dass der Weg hier im Sommer viel einfacher zum Raufgehen ist wie im Winter. Meinst du? Schon, da bremst der Schnee nicht so. Wir latschen jetzt gerade hier so ein bisschen entlang und schauen uns die Landschaft an. Und Patrick meinte gerade, das ist so ein bisschen Dämmeljoch-Feeling. Aber noch lachen wir, weil wir haben ja keinen Schneesturm. Korrekt. Aber wir dürfen es nicht verschreien. Aber es schaut echt geil aus. Also hier so lang zu sabbeln. Wir orientieren uns auch ungefähr an dem Wanderweg. Also wir hoffen, dass es der ist. Und dann kommen wir irgendwann bei der Alm da hinten raus und dann entscheiden wir uns nochmal, was wir dann machen. Wo es dann lang geht. Falls wir die Alm finden. Ansonsten haben wir ja eine tolle Spur, die zurückführt. Die auch noch sichtbar ist, solange es nicht schneit. Genau. So schaut's aus, wenn die Alpenschickeria eine Spur legt. Naja, und jetzt machen wir hier eine Almgaudi. Haben unser Bankerl gebaut, haben unseren Tee da, haben unsere Aldi-Snickers. Heute kein Nutella und Gipfelspezi gibt es auch nicht, weil es kein Gipfel ist, eine Alm, da gibt es einen Tee mit Schuss Schnee drin. Der Alpenschickeria-Schnee. Der ist gelb. Und steinig oder sowas. Noch hat er nicht getrunken. Was hast du da für Bohnen gekauft? Da freut sich der Trompetenkäfer. Da ist er wieder. Der Espresso. Die pechschwarze Seele. Zum Wohle. Also für das, dass wir heute irgendetwas, also wirklich irgendetwas mit Schnee machen wollten. Irgendwas mit Schneeschuh. Schneeschuh. War das schon eine coole Tour. Vor allem das letzte Stück darauf mit den Schneeschuhen, das war dann, war schon geil. So geil. Das sind 300-400 Höhenmeter durch den Wald. Einfach manchmal echt grantig rauf, aber kontinuierlich schön bergauf. War schön, schön zum Laufen, echt schön zu gehen. Auch geiler Tiefschnee, fast knietief. Ja. Und wie man gesehen hat, an der Hütte oben wollten wir noch mal ganz kurz mal überlegen, ob wir doch anders gehen, aber dann nicht. Dann doch nicht, weil der Schnee echt tief war und wir nicht wussten, ob wir wirklich den Weg sehen, den wir sehen sollten. Und darum war der sichere Weg der Weg zurück. Ansonsten war es halt irgendwas mit Schnee. Also wenn man jetzt schaut, wenn du schaust, wo jetzt die Wolken sind, die Wolkendecke ist 250, 300 Höhenmeter über uns, ist schon voll also in den Wolken. Also es war gut, wären wir voll drin gewesen. Also pfiat die. Ja, das.